Meine Mutter hat immer gesagt, an meinem Geburtstag, jahrzehntelang, ja, und dann begann der Krieg und dann wurdest du geboren. Niemand sucht sich aus, wann er geboren ist. Also ich bin nun mitten im Krieg geboren und ich habe all diese Ängste in mir drin, die der Krieg mit sich gebracht hat. Krieg und Kindheit. Fröhlich blicken sie in die Zukunft, als hätte der Krieg keine Schmerzensspur hinterlassen. Aber wie kann ein Kind glücklich gewesen sein, wenn das Land in Schutt und Asche lag? Hinter der lachenden Fassade verbarg sich das zutiefst verunsicherte Kind. Ein beiläufiges Kriegsopfer, sogar wenn es erschlagen, verschüttet, verhungert, verbrannt oder erfroren ist. Der Krieg nahm ihnen in der Kindheit das Leben. Der Krieg verdunkelte ihre Kindheit, der Schatten blieb. Grausame Erinnerungen, eingeprägt in Kinderseelen und nie verwunden. Ernst Günther Haberland ist 11 Jahre alt, als Feuer vom Himmel fällt. Es ist die Nacht zum 28. Juli 1943 in Hamburg. Mit seiner Mutter flüchtet er in den Bunker. Je dichter die Einschläge kamen, je mehr fing der Bunker an zu schwanken. Er war wie ein Halm im Wind, also er ging nach rechts, er ging nach links. Nachher waren die Ausschläge aber so groß, dass wir von den Sitzen runtergerutscht sind. Der Bunker neigte sich so stark, dass wir uns im Gang dann wiedergefunden haben, richtete sich aber immer wieder auf. Aber trotzdem hatte ich da in dem Bunker noch nicht so die Angst, denn ich sah die Gefahr ja als Kind noch nicht. Das kam ja erst später, als wir rauskamen aus dem Bunker. Was er dann sieht, konnte keiner ahnen. Sein Stadtteil Hammerbrook brennt lichterloh. Wir kamen dann raus, sahen über Hammerbrook einen riesigen Feuerball. Und man sah die Flammen aus den Fensteröffnungen waagerecht rausschlagen. Durch den enormen Sturm. Und ich habe dann auch gesehen auf dem Heidenkampfsweg, dass Menschen über den Heidenkampfsweg laufen wollten, weil auf der anderen Seite ein Kanal war. Und die wollten ins Wasser. Kamen aber nicht über die Straße, sondern blieben im Asphalt, der fast flüssig war, stecken. Und sind bei lebendigem Leib verbrannt. Ich habe es gesehen, wie die sich im Grunde selbst entzündet haben, die Menschen. Die Flammen sind von den Beinen aus hochgeschlagen, über ihren Köpfen zusammengeschlagen. Sie haben am Anfang geschrien, dann nur noch geröckelt und sind dann tot umgefallen. Hamburg wird in dieser Nacht vom Feuerorkan verschlungen. 18.000 Menschen sterben in wenigen Stunden. Es kam dann nachher auch ein Mann aus unserer Nachbarschaft auf uns zu. Mit zwei Koffern in der Hand, einen größeren und zwei kleinere. Und in den großen Koffer war ein Gegenstand, als er ihn aufmachte, sah aus wie ein schwarzer Baumstamm. Es war seine Frau, die mit Phosphor verbrannt war und so zusammengeschmolzen war. Und in den anderen Koffern hatte er seine beiden Kinder. Auch solche Gegenstände, die schwarz aussahen, aber kleiner. Und er konnte die Frau und die Kinder einfach nicht zurücklassen. Und wusste gar nicht, was er machen sollte. Und dieses Bild werde ich auch in meinem Leben nie wieder vergessen. Die Bilder dieser Kriegsnacht eingebrannt in das Gedächtnis des 11-Jährigen. Nach dem Feuersturm existiert sein Stadtteil nicht mehr. Vor dem Bombenhagel lebten in Hammerbrook 27.440 Menschen, danach 66. Ähnliches erlebt Willi Ritterbach im Ruhrgebiet. Ich weiß, dass ich gefragt habe, Mutter, sind wir jetzt tot? Weil das war so was Schreckliches, dass man einfach als Kind den Eindruck hatte, dass das ist das Ende des Lebens. Merkwürdigerweise auch als Kind empfindet man diese Todesangst in diesem Augenblick. Dieser Ort hier, dieser Keller, neben diesem Kellerloch hier unten, Schutzraum vorne rechts, war der Ort, in dem ich in dieser Sekunde, als das passierte, als dieses Haus dort zusammengepresst wurde von einer Sekunde auf die andere, das war der Augenblick, als ich, wie man hier so sprichwörtlich sagt, den Kopfschuss gekriegt habe, wo ich mich mein ganzes Leben lang nicht mehr von erholt habe. Willi Ritterbach ist gerade 7 Jahre alt, als seine Heimatstadt Duisburg bombardiert wird. Im Keller des Wohnhauses im Stadtteil Lahr spürt er zum ersten Mal in seinem kurzen Leben, was Krieg bedeutet. Es heißt Schutzraum, V vorne rechts. Jeder, der hier vorbeikam während eines Alarms, musste wissen, wo er Schutz suchen konnte und dass er nicht im Keller rumirrte. Und dann war das Tragische,
In der zweiten, diese Angriffe liefen in drei Wellen. Und in der zweiten Angriffswelle bekam dieses Haus einen Treff von einer Luftmine. Und diese Luftmine hat den hinteren Teil des Hauses, vom oberen Giebel bis zur Kellersohle, wie mit einer Rasierklinge abgeschnitten. Und wir waren in dem Keller vorne rechts, wären wir also, hätte hier gestanden, Schutzraum hinten rechts, das gab es auch, dann gäbe es das Gespräch heute nicht. Dann wären wir von einer Sekunde zur anderen alle tot gewesen in dem Keller. Geweint, geklagt, gefragt haben die Kinder nicht. Sie waren erstarrt angesichts des Schreckens. Nach dieser Bombennacht habe ich 3 Tage lang überhaupt nicht sprechen können. Ich war total verschlossen, weil ich nicht einsortieren konnte, was war eigentlich geschehen. Man konnte es einfach noch nicht begreifen. Und weinen konnte ich eigentlich, ja, vielleicht ein, zwei Jahre später mal wieder weinen, denn es war nicht da. Die Kinder blieben stumm und abgewandt. Köln 1943. Im Bombenhagel kommt Magdalene zur Welt. Im Krankenhaus schlagen die Granaten ein, Heizungsrohre explodieren. Ein lebensbedrohlicher Start. Ich bin hineingeboren worden in ein Chaos, das seinesgleichen sucht. Wir haben auch nicht etwa an der Peripherie gewohnt, sondern richtig mitten in Köln. Das bedeutet nicht nur, dass ich den Krieg als Säugling und als Baby miterlebt habe, sondern nach neuesten Gesichtspunkten weiß man ja auch, dass Kinder schon im Mutterleib alles mitbekommen an emotionalen Dingen, die die Mutter erlebt. Also auch die Angst und den Stress. Stress und Angst wirken schädlich auf das Ungeborene und können lebenslange Folgen haben. Denn im Mutterleib lernt das Kind die Melodie für das ganze Leben. Das Erlebte bleibt wie eine Hintergrundmusik. Keine Erfahrung wird vergessen. Der Tod hat das Kind gestreift, noch bevor es wusste, was Leben bedeutet. Hier entstand das Gewühle ihrer Seele, glaubt Magdalene Immich. Meine Eltern sind jede zweite Nacht mit meinem Kinderbett und mir in den Keller runter und haben, wie sie gesagt haben, sich immer quer übers Bett gelegt, damit, wenn wir sterben, wir alle zusammen sterben. Und meine Mutter hat gesagt, du hast mit weit offenen Augen da gelegen. Du hast nie geschlafen nachts und tagsüber hast du geschrien. Also ich denke, da ist schon was, das geht in einem kleinen Kind, geht da schon einiges vor sich. Ich habe ja gespürt, wie meine Eltern Angst gehabt haben. Ich habe gespürt, wie die Menschen um mich herum geschrien haben. Und wenn wir wieder hochkamen und die Häuser drumherum waren zerstört und da lagen die Toten, das wird ja nicht an mir vorbeigegangen sein. Ich habe das ja gesehen, ich konnte ja sehen, aber ich habe nichts verstanden. Sie sieht, aber begreift nicht. Und je jünger das Kind, desto weniger kann es schreckliche Eindrücke abwehren. Ein Gefühl, das Magdalene Immichs Leben begleiten wird, findet hier seinen Anfang. Meine Mutter sagte also wirklich wörtlich, ich habe eigentlich gedacht, es wäre besser, du kämst nicht auf die Welt. Und da sie in den ersten 4 Monaten ständig Blutungen hatte, hat sie mir gesagt, war der Glaube an dich eigentlich gar nicht mehr da. Ich habe nicht mehr an dich geglaubt. Und das ist etwas, das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Weil ich mir überlegt habe, als ich später meine Ängste hatte, da war genau dieses Gefühl in mir. Der Glaube an mich war ertrunken. Ich glaubte gar nicht mehr, dass ich überhaupt existent war. Die Angst gräbt sich ein wie ein stehengebliebenes Bild. Magdalene macht ihre ersten Schritte über Leichen, wächst in Trümmern auf. Das Kind geht angefüllt mit Angst ins Leben. Die Welt ist nicht verlässlich. Zuverlässigkeit erlebt sie nur als Gewissheit der Vernichtung. Das war, finde ich, das Schlimmste überhaupt, dass dieses Unsterblichkeitsgefühl, was man eigentlich in der Jugend hat, bei mir nie gewesen ist. Ich habe immer mit dem Tod gerechnet, auch mit 15 schon. Und das hat mich noch auch nie vielleicht sogar. Auch mit 15 noch, nachdem der Krieg schon eine Weile ja, vorbei war. Ja, genau. Also wenn man es jetzt auf den Krieg bezieht, ist es wirklich so, dass der Krieg dann in mir drin geblieben ist. Ich hatte immer das Gefühl, ich könnte jeden Moment sterben. Genau das, was die Menschen im Krieg denken. Das Kindliche wird ihr im Krieg genommen. Das Urvertrauen. Und das wirkt. Dann ist immer diese Vorsicht ja, im Hinterkopf. Dieses Gefühl, wenn ich einen falschen Schritt mache, dann kann es vorbei sein. Und ich muss immer aufpassen, dass mir nichts passiert und mich einfach irgendwie loslassen und mich irgendeinem anzuvertrauen, dem Leben, fällt ja unglaublich schwer.
Ich war mein ganzes Leben lang nicht in der Lage, einfach mal loslassen zu können. Das konnte ich nicht. War immer voll angespannt. Jahrzehntelang wird Willi Ritterbach die körperliche und seelische Anspannung nicht los. Zähne zusammenbeißen und durch, heißt es seit jener Bombennacht im Oktober 1944 in Duisburg. Wenn der Tod naht, dann verkrampft man sich innerlich. Man beißt die Zähne zusammen, sagt man das ja auch, und reißt sich zusammen. Und wenn dieses Zusammenreißen und die Zähne zusammenbeißen, wenn sich das nicht nach einer gewissen Zeit lösen kann, und das kann sich bei, wenn Bombenteppiche zwei Tage und zwei Nächte runterlaufen, dann kann sich ja das Gefühl des Entspannens nicht ergeben, sondern man sitzt ununterbrochen in dieser Anspannung. Und wenn das Kindern passiert, davon bin ich fest überzeugt, in einem Alter 7, 8, 9, 10 Jahre, eingesperrt in einem solchen Keller, dann geht da irgendwas kaputt. Da geht irgendwas kaputt, weil dieses Gefühl, dass die Gefahr vorbei ist, einfach nicht sich einstellt, weil die Gefahr ständig, das dröhnt ja immer weiter und hört nicht auf. Auch Ernst Günther Haberland blieb in seinen Erinnerungen gefangen. Nach dem Feuersturm muss er die Ruinenstadt Hamburg verlassen, wird Kinderland verschickt. Auf dem Land erlebt er vergleichsweise leichte Angriffe. Ich habe auch sehr viel gebetet. Und wenn wir da manchmal in den Keller gingen und die Einschläge kamen und die Einschläge wurden lauter, dann habe ich immer lauter gebetet, weil ich mir gedacht habe, du musst lauter sein, er hört dich da oben nicht mit dem ganzen Lärm. Und da ging es nachher so weit, dass sie gesagt haben, nee, das können wir nicht mehr, der muss jetzt weg, der macht uns alle verrückt. Weil die das ja nicht kannten, die wussten ja nicht. Die haben wohl ein Knallen gehört und da war eine Granate eingeschlagen, aber ich habe das ja mit anderen Bildern gesehen. Für Annemarie Langfeld bedeutete Krieg nicht nur Bomben, Flucht und Todesangst, das alles hat sie erlebt. Sie ist bereits 60, als andere furchtbare Erinnerungen in ihr hochkommen. Gerade mal 4 Jahre alt wurde sie Zeugin brutaler Menschenvernichtung durch ihren Nazi-Großvater. Nahe des KZ Stutthof beaufsichtigte er eine Chemiefabrik. In der chemischen Fabrik waren KZ-Häftlinge. Mein Großvater war da so eine Art Aufseher. Und ich habe erlebt, wie Menschen auch durch ihn zu Tode gekommen sind. Wobei ich es vielleicht nicht ganz verstanden habe, weil ich damals zu klein war, um überhaupt den Tod zu registrieren. Ich habe auch erlebt, wie einige KZ-Häftlinge an einem Kirschbaum sich aufgehängt haben. Die hatte mein Großvater ausgepeitscht. Der hatte eine große Lederpeitsche, mit die quasi seine Aufseherwaffe war. Ihre kindliche Lebensfreude wird durch die Brutalität des Großvaters zerstört. Mein Großvater hat mich verprügelt, und zwar auch mit seiner Lederpeitsche. Er hat also zwischen den Häftlingen und mir eigentlich keinen Unterschied gemacht. Auch Monika Jetter bekam die Brutalität der Nazi-Erziehung zu spüren. Ihr Vater, ein seelisch verwundeter Kriegsheimkehrer, war erschüttert über den Niedergang des Nationalsozialismus. Es hieß, du kannst dich freuen, dein Vater ist ja zurückgekommen aus dem Krieg. Aber er brachte eben auch viel mit aus diesem Krieg, besonders eben diese Härte und diese Strenge und all das, was ihn also quasi zu diesem Soldaten gemacht hatte, das war noch sehr in ihm und das habe ich als Kind spüren müssen. Also mit diesem Kasernenhof, Parolen und diesen rigiden Befehlen, die er mir gegeben hat, die ich auszuführen hatte, ohne Wenn und Aber. Und Fragen war nicht erlaubt. Also es musste einfach alles gemacht werden. Und wenn man sagte, warum soll ich den Mülleimer mit einer Zahnbürste putzen, dann gab es also sofort Prügel und Stubenarrest. So war das. Ne? Bedingungsloser Gehorsam im blinden Glauben an den Führer. Das hatte er als junger Soldat gelernt. Gefühle weggedrillt. Auch er verprügelt seine kleine Tochter. Das war so in der Schwarzmarktzeit und wir Kinder kannten ja nicht Bonbons oder Schokolade, sowas gab es ja nicht. Und er brachte einen Koffer Schokolade mit nach Hause, Hershey, werde ich nie vergessen. Und ich dachte, mein Gott, sind so kleine Tafeln, sind so, wenn ich da 3 rausnehme, das mag er ja nicht. Ne? Aber ich war natürlich auch so klein und dann habe ich die Schokolade gegessen, habe das Papier aus dem Fenster geworfen. Ne? Da kam nach Hause, hat es natürlich sofort gemerkt, wer war das nicht? Und ich sagte, ich war es nicht. Ich hatte schon so, ich hätte also lieber mir sonst sowas angetan, weil ich ahnte schon, aber was. Ne? Und dann, ein deutsches Kind lügt nicht, lass nie die Lüge deinen Mund entweihen und so. Und ich habe gedacht, ich werde es nicht zugeben, auf keinen Fall. Ne?
Und plötzlich hatte er dann dieses Ding in der Hand. Ich hatte das vorher noch nie gesehen. Ich habe das aber von anderen Männern und Frauen gehört, das gab es in den Familien. Wir wissen alle nicht, wo das herkam. Es war halt so ein Holzteil und an dem Holzteil waren eben so Lederstriemen dran. Und dann war eben Tür zu und abgeschlossen und dann, ich frage dich ein letztes Mal. Und ich habe gesagt, nein, ich war es nicht. Und was dann noch war, das weiß ich, ich habe dann nur die Augen zugemacht. Also das, er musste derartig auf mich eingedroschen haben. Und da habe ich meinen Vater von mir abgeschnitten. Ich war sein Ersatzkamerad und er konnte mich nicht so drillen, wie er das wollte. Nur ich ging ja auch nicht in dieses Leben mit ihm, um irgendwo in einen furchtbaren Krieg zu ziehen, sondern ich wollte einfach für mich ein kleines Leben haben. Und das hat er mir sehr schwer gemacht. Ja, das muss ich sagen, hat es mir sehr schwer gemacht. Und da habe ich natürlich nach kurzer Zeit gedacht, darüber soll ich mich freuen, dass mein Vater ist, der aus dem Krieg gekommen ist. Und ich war ja damals noch sehr auch religiös und so und habe dann immer gebetet zur Mutter Maria, nimm ihn bloß schnell wieder zurück in den Krieg, den Vater will ich nicht. Nein. Der Krieg hinterließ auch emotionale Kriegsweisen. Annemarie übersteht die Brutalität des Nazi-Großvaters nur in Gedenken an den geliebten Vater, der in Stalingrad war. Als er nach Stalingrad ging, hat er gesagt, du erzählst mir jeden Abend, was du erlebt hast und dann höre ich dir zu. Und jeden Abend, bevor du einschläfst, dann höre ich genau, was du sagst. Und wir denken dann aneinander. Ja, und das hat mir eigentlich geholfen. Mein Großvater hat sich dann beschwert bei meiner Mutter, dass ich immer nach meinem Vater geschrien habe. Und ja, das habe ich eben. Ich habe immer gehofft, mein Vater kommt und hilft mir. Die Tränen der Erwachsenen heute sind oft die Tränen des Kindes, das damals nicht weinen durfte. Wann war Ihre Kindheit zu Ende? Das habe ich mir überlegt. Und da bin ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt gekommen. Vielleicht mit 3. So früh? Ja, als mein Vater nach Stalingrad ging. Vielleicht war sie da zu Ende. Und nicht zurückkam. Jetzt würde ich fragen, welche Kindheit? Diese Frage kann ich sehr einfach beantworten. Die war am 31. Mai 1943 zu Ende. Das war der Tag, an dem meine Heimatstadt durch einen verheerenden Luftangriff vernichtet wurde. Da ist Rolf Schörken gerade 14 Jahre alt. Nicht mehr Kind und noch nicht erwachsen. Rolf Schörken geht im Wuppertal zur Schule, als sein Jahrgang klassenweise in die Flakbatterien geschickt wird. 2 Jahre später werden Schörken und seine Kameraden in den Endkampf gegen die vordringenden Amerikaner geschickt. Nicht ausgebildete Jugendliche im Kampf gegen Panzer. Als die Amerikaner hier im Westen einmarschierten, da war unsere Stellung, die Flakstellung, die im Ruhrgebiet lag, war auf einmal Kampfgebiet. Und dann wurden wir tatsächlich auch als Soldaten eingesetzt. Ich bin da ja schwer verwundet worden. Wir sind eingesetzt worden gegen die vorrückenden Amerikaner und sind völlig aufgerieben worden. Das muss ich dazu sagen. Da war ich 16. Da war natürlich die Kindheit erst recht zu Ende. Die Halbwüchsigen werden schlicht verheizt. Eine unwirkliche Situation, gespenstisch und bedrückend. Das war eine Situation allerhöchster Albtraumhaftigkeit. Ich weiß noch, wie ich abends völlig erschöpft mich in so einer Ecke verkroch, in so einem primitiven Bunker. Dann sollte ich vorne in ein Schützenloch gehen und Wache stehen. Und ein Unteroffizier schrie, wo ist der Schörken? Und ich meldete mich nicht. Und dann kam der an und raste und sagte, wenn du nicht sofort kommst, dann lege ich dich um. Also diese Situation, das passierte mir am selben Tag noch ein weiteres Mal, dass ich also vor lauter Angst irgendwo nicht rechtzeitig war. Dann leg ich den um. Die Unteroffiziere, die waren selber vor Angst wie verrückt. Und das ging dann natürlich nach außen. Ich weiß nicht, ob sie einen umgelegt hätten, ich glaube es nicht. Aber man hatte die Angst, von vorne kommen die Amerikaner, die wollen einen töten oder zumindest einen Kampf unfähig machen. Und aber die eigenen Leute tun es ja auch. Man war verloren. Und es kommt noch schlimmer. Es ist der 31. März 1945. Wir sollten ein Dorf erobern, was die Amerikaner vorher erobert hatten. Und
lagen plötzlich, haben uns da von Haus zu Haus vorgearbeitet, müssen sich immer vorstellen, 16-jährige Jungs, und mit einer fürchterlichen Angst dabei. Und irgendwie der Sache geistig oder bewusstseinsmäßig überhaupt gar nicht gewachsen. Da passierte einfach was mit einem. Plötzlich lagen wir unter Artilleriefeuer, liefen in einen Stall hinein und standen in diesem Stall. Und einer von uns nahm seinen Stahlhelm ab und tat ihn so aufs Gewehr drauf und hielt ihn so an das Stallfenster. Und im selben Augenblick zerbarst die ganze Welt. Da muss also eine Granate durch das dünne Stalldach durchgeschlagen sein und mitten unter uns explodiert sein. Und nachträglich weiß ich dann, dass einer sofort tot war oder auch zwei. Wir waren vielleicht 5 Leute. Ich war schwer verwundet und 2 andere waren leicht verwundet. Rolf Schörken verliert das Bewusstsein. Die Amerikaner nehmen ihn gefangen und bringen ihn ins Lazarett. Und dann vielleicht am 2. oder 3. Tag sagte ich zu einer amerikanischen Nurse, I have pain in my left foot. Und da sagte sie, you have no left foot. Das weiß ich also noch wie heute. Und ich habe sie dann wohl etwas komisch angeguckt. Und dann tat sie die Bettdecke da weg. Und da war kein linkes Bein mehr da. Und das rechte Bein war auch, das war auch schwer verwundet noch. Da hatte ich einen Splitter ins Fußgelenk gekriegt. Das sah also sehr übel aus damals alles. Und dann habe ich noch zu der gesagt, oh, I didn't know that. Thank you, habe ich gesagt. Und dann bin ich wieder weg in die nächste Ohnmacht. So irrsinnig war das. Gonna take a sentimental journey. Ganz schnell war schon nach meiner Verwundung, als ich mich im Lazarett wiederfand, mit einem Bein, war der Wille da, das hältst du aus, das stehst du durch. Also ein ganz starker Wille vom ersten Augenblick an. Buchstäblich, als ich noch so weit war, dass ich nicht einmal den Kopf heben konnte, war dieser Wille da. Dieses Bewusstsein, was ist denn das? Ach ja, das ist etwas nicht wieder gut zu machendes. Das stehst du durch. Da hat der liebe Gott dir ein doppelt so schweres Päckchen zu tragen gegeben und du wirst es tragen. Die Generation, die stark sein musste. Durchhalten, lebenslang. Das widerstrebt mir so ein bisschen, meine eigene Schwäche zu zeigen. Denn ich bin eigentlich geprägt, vielleicht auch durch die Bombennacht, dass man Stärke zeigen muss. Dass man stark sein muss, um das alles zu verkraften, was man erlebt hat. Und dass es dann ganz schwer fällt, von sich selber so viel rauszugeben und sich im Grunde genommen zu entblößen. Also seelisch zu entblößen. Heute muss er lernen, umzufühlen. Im Krieg verloren die Kriegskinder auch das Gefühl für das richtige Maß. Was kann und muss man sich zumuten, was aber ist zu viel? Ernst Günther Haberland engagiert sich für die Kirche, in Schulen und für die Einrichtung dieser Gedenkstätte in Hammerbrook. Was ich damals vermisst habe, das habe ich in vielfacher Weise versucht, anderen Menschen rüberzubringen. Nämlich was? Die Aufmerksamkeit, die Freundlichkeit anderen gegenüber und zum Teil auch die Zärtlichkeit, mit anderen Menschen zärtlicher umzugehen, liebevoller umzugehen, nicht so kalt. Es ist der Versuch, den anderen das zu geben, was man nicht bekommen hat. Zuwendung. Als der Krieg im Kosovo war, der war ja schon fast, der war in Europa, der war fast vor der Haustür. Und dann hörte ich Nachrichten und da wurde gesagt, dass die Kinder aus dem Kosovo nach Köln eingeflogen werden und da psychologisch betreut werden. Und die Kinder leiden am meisten unter dem Krieg. Und da habe ich gedacht, wieso leiden Kinder unter dem Krieg? Wieso haben die gelitten? Die haben doch überlebt. Ich weiß das noch ganz genau. Ich fuhr ins Büro morgens, da war der erste Irakkrieg, wo dieser Saddam Hussein da diese ganzen Ölfelder in Brand gesteckt hat. Und dann sah man da so eine Ente, die verendete da im Öl verschmiert. Und dann hörte ich im Radio eine Psychologin, die riet den Eltern, sie sollen um Gottes Willen die Kinder abends nicht vor dem Fernsehen sitzen lassen. Da könnten ganz schwere psychische Schäden entstehen, wenn die Kinder da, sag mal, vor dem Fernseher säßen und sehen da nun diesen Saddam Hussein mit seinen Kriegsgrollen.
Da habe ich zu mir gedacht, wenn die gut behüteten Kids schon vor der Glotze abends einen schweren Dachschaden wegkriegen sollen und das sagt ein Fachmann, was ist denn eigentlich mit dir passiert, als du da unten in dem Keller deine Mutter gefragt hast, Mutter, sind wir jetzt tot? Und als du gehört hast, der Onkel Ferdinand ist da verschüttet und die Großmutter hat gefragt, sind wir auch verschüttet? Da habe ich gesagt, dann musst du ja nur das richtige Dachschaden abgekriegt haben. Magenschmerzen, Migräne, unerklärliche depressive Verstimmungen, Ängste, die unter der Oberfläche lauernd schon bei Flugzeug- oder Sirenengeräuschen in das Bewusstsein brechen. Panik, klar kennen sie das. Doch woher das alles kommt, ahnten auch die Experten jahrzehntelang nicht. Ich hatte dann später sehr viel Probleme, über freie Plätze zu gehen. Zum Beispiel so quer über einen Sportplatz gehen war mir nicht möglich. Ich habe lieber einen riesen Umweg gemacht, weil mir das einfach zu frei war. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich über diesen freien Platz ging, links und rechts neben mir ist ein Abgrund. Und ich gehe nur auf einem ganz schmalen Brett. Ich wusste jetzt nicht immer genau, ist da nur links Wasser oder ist da links und rechts Feuer. Aber wir sind ja nach dem Bunker auch über die Straße gegangen, durch die Feuersäule durch, durch einen schmalen Gang, damit wir in Sicherheit kommen konnten. Und das ist eigentlich geblieben. Und auch diese Angstzustände, die ich lange Zeit hatte, über eine Straße zu gehen. Wenn mein Auto, mein Pkw auf der anderen Straßenseite ist, dann konnte ich nicht einfach so über die Straße gehen, auch wenn kein Fahrzeug kam. Ich habe geguckt und dann bin ich gerannt, als wenn einer hinter mir her war. Und dann war ich am Auto, habe das Auto aufgeschlossen, reingesetzt und die Tür zugemacht und dann befand ich mich in Sicherheit. Da wurde ich dann erst wieder ruhiger. Und das hat vielleicht auch damit was zu tun, dass ich Menschen gesehen habe, die in dieser Nacht über die Straße laufen wollten und in dem flüssigen Asphalt stecken geblieben sind. Auch Magdalene Immich bekommt Panikattacken. Die ersten bereits mit 15. Es begann mit Herzrasen, mit einem ganz merkwürdigen Gefühl von einem Druck, der mir in den Kopf ging. Und diesem Gefühl, ich sterbe gleich. Mit 15 habe ich inständig gebetet, wenigstens 20 zu werden. Ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich dann 20 bin, habe ich wenigstens ein bisschen gelebt. Und ich wollte nicht mit 15 schon sterben. Also es war wirklich die absolute Todesangst in mir. Todesangst überfällt sie auch in der Stadt, unter Menschen. Und dann kam noch diese Angst dazu, es könnte mich mal auf der Straße irgendwo überfallen. Und ich könnte inmitten der Menschen umfallen. Magdalene Immich hat heute noch Angst, dass sie plötzlich stirbt. Panik überfällt sie vor allem auf der Autobahn. Ich habe das Gefühl, dass es etwas mit der Ausweglosigkeit zu tun hat. Wenn ich da drauf fahre, bin ich mittendrin und muss mich den anderen anpassen. Hinter mir, die jagen mich unter Umständen. Wenn ich mich dann mal traue zu überholen, ist direkt einer hinter mir. Ich gebe Gas, obwohl ich eigentlich nicht Gas geben will, fahre viel zu schnell und habe dann ein Gefühl, dass ich das alles nicht mehr unter Kontrolle habe. Und wenn ich dann die nächste Ausfahrt erwische, ist das so wie ein schützender Hafen. Also dann könnte man sagen, ist die Autobahn wie das tosende Meer. Es gab da eine nächtliche Fahrt, in der ich fuhr, weil wir von einer Familienfeier kamen und wir noch eine alte Tante in einen abgelegenen Stadtteil Kölns fahren mussten. Unsere Tochter war mit ihrem eigenen Auto unterwegs und unsere Tochter fuhr dann wieder vor. Und die nächste Brücke war die Zoobrücke und da wäre ich auf die Autobahn gekommen. Und ich wusste eben, dass meine Mutter fuhr, dass man hinter mir herfuhr und mein Vater daneben saß, weil er vermutlich was getrunken hatte und meine Mutter sagte, ich fahre. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, die fährt da gleich und ich will die ja auch nicht alleine jetzt fahren lassen, dann muss ich hinter ihr her, das überlebe ich nicht. Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich nicht über die Autobahn fahren. Also bin ich dann eine ganz andere Strecke gefahren, weil ich eben das wusste und weil ich gedacht habe, das kann ich jetzt irgendwie nicht verantworten, dass sie da fährt. Und ich habe im Auto gesessen und hatte Tränen in den Augen und habe gedacht, das vergesse ich diesem Kind nie. Die Seelenqualen haben ihre Ursache im nie verwundenen Grauen aus den Kriegsjahren. Angst war immer da. Meine Eltern wollten wahrscheinlich in aller Liebe mich zu einem mutigen kleinen Mädchen erziehen und haben mich dann, haben mir eigentlich anempfohlen, wenn jemand fragt, hast du etwa Angst? Dann sagte mein Vater, dann antwortest du einfach Angst. Das Wort kenne ich überhaupt nicht. Und das habe ich auch gemacht. Und ich hatte so viel Angst. Das Verdrängen ein Leben lang kostet Energie.
Nach der Entlassung in die Frührente bricht Willi Ritterbach nach einem erfüllten Arbeitsleben bis ins Mark erschöpft zusammen. Ich war fix und fertig. Ich schlief nicht mehr, konnte nicht mehr, fand keine Ruhe mehr. Ich habe abends eine halbe Flasche Cognac leer getrunken, Valium genommen. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Ich merkte, dass meine Nerven kaputt waren. Das war mir ja klar. Dass ich dann einen Nervenzusammenbruch hatte, war ja klar, dass mein Nervenkostüm praktisch am Boden zerstört war. Und da war mir in dem Moment klar, dass ich mir das in diesem Bombenkeller dort bei dieser Luftmine eingehandelt hatte. Das war mir in dem Moment klar. Bis heute hat Willi Ritterbach ein extrem dünnes Nervenkostüm. Wenn ich zum Beispiel heute Kinder in meiner Nachbarschaft Fußball spielen höre, wenn dieses komische Bumsen gegen diesen Fußball, dann, ich weiß noch, dann kriege ich Panik, dann muss ich mich auf mein Fahrrad setzen. Ich kann dieses Geräusch, dieses gegen den Fußball treten, dieses dumpfe Geräusch, da werde ich wahnsinnig. Da muss ich mich auf mein Fahrrad setzen und muss wegfahren, weil da identifiziere ich diese Einschläge mit den Bomben. So hört sich das an. Von ganz ferne fängt das so an zu bumsen, so wenn man gegen so einen Fußball tritt. Und dann wird das immer lauter. Und wenn ich dieses gegen den Fußball treten höre, dann werde ich bekloppt. Dann könnte ich also wahnsinnig werden. Seelische Verletzungen sind nicht sichtbar. Deshalb hat niemand seine Kriegsverletzung erkannt. Ich hatte zum Beispiel einen Schulkollegen, der hatte mit Munition gespielt und der hatte ein Bein verloren. Ja, das war, wahrscheinlich kriegt er sogar eine Rente darauf, vermute ich mal. Aber er konnte nicht Fußball spielen damit, er musste beim Tor spielen. Kalemann Honnef hieß der. Und wenn wir Fußball spielten und er war in der Fußballmannschaft, dann sagte der Dieter Fischi, Kalemann, du kannst nicht mitspielen, mit deinem Bein kannst du nicht spielen, mit deinem Holzbein. Und dann sagte Dieter, ich spiele im Tor. Und der hatte nun einen echten Kriegsschaden erlitten. Ich hatte keinen erlitten, ich hatte ja nichts verloren. Ich hatte ja kein Bein verloren, keinen Arm verloren. Also mir fehlte ja nichts. Und das habe ich auch mein ganzes Leben lang so geglaubt, dass mir wirklich nichts fehlte. Bis dass dieser Hörnern Rummel mir gesagt hat, Ritterbach, Sie sind immer auf der Reservebatterie gelaufen. Da wusste ich, dass mir auch etwas fehlte, nämlich den Schalter zum Abstellen. Der fehlte mir, aber den konnte man nicht sehen. Ne? Rolf Schörken dagegen war sichtbar kriegsverletzt. Ihm fehlte ein Bein und jeder sah es. Ich musste mich zwangsläufig sofort mit den Folgen des Krieges auseinandersetzen, so Schörken, und das half, auch wenn es ihm damals sehr weh tat. Tanzstunde zum Beispiel, ganz wichtig, sowas, also einfach Kontakte mit Mädchen. Und das war, wenn sie jetzt mit einem Bein nach Hause kamen, da hatten sie da Angst davor. Da habe ich Angst vor gehabt. Und das war also ein ganz schwieriger Punkt. Und das hat... Ich meine, die ganzen Klassenkameraden gingen dann in die Tanzstunde und erzählten davon und so weiter. Und ich habe mir das dann angehört und habe mir nichts merken lassen. Aber irgendwo hat es dann natürlich doch sehr wehgetan. Der Krieg hatte ihm mehr als die Jugend geraubt. Lebensfreude, aber auch Orientierung. Den Krieg kannte er, aber wie sollte er nun mit dem Frieden umgehen? Das ist das Besondere gerade an meinen Jahrgängen. Und das ist dann für mich später im Leben zu einer Art von Forschungsprojekt geworden. Genau in dem Alter bildet man sich die Ansichten heraus, die man als Erwachsener später manchmal das ganze Leben hindurch hat. Und das passierte hier in einer Zeit, wo alles das, was man bisher gelernt hatte, völlig in sich zusammenbrach. Auch das Vergangene war wertlos, ja mit Übel behaftet. Der Kollaps seines Wertesystems. Völlig sinnlos die Qualen des jungen Flakhelfers. Beschämend das eigene Volk, das Recht verloren hatte, sich zu beklagen. Wie sollte er sich da orientieren, gar entfalten? Deutschland war in Stücke geschlagen, versunken, verglüht. Jugendliche Ideale? Wir waren eine alte Generation, so Schörken. Der Krieg nahm ihm die Jugend und die körperliche Unversehrtheit und nichts konnte dieses Schicksal wiedergutmachen. Doch immerhin, er war sich dessen immer bewusst. Wie sehr hat Sie der Krieg und das, was Sie erlebt haben, geprägt? Ganz und gar. Ganz und gar, durch und durch. Denn ich bin ja bis auf den heutigen Tag immer morgens mit dem Krieg aufgestanden und abends mit dem Krieg ins Bett gegangen. Und bei jedem Schritt, den ich gegangen bin, das war ja im Grunde genommen auch eine Erinnerung an den Krieg. Vergangenheit, die nicht vergeht. Fast 15 Millionen Kinder hat dieser Krieg geprägt. Auch Annemarie Langfeld kommt bis heute nicht zur Ruhe. Eines Tages saßen wir im Garten oder auf der Terrasse und dann flog über uns die U, das alte Oldtimer-Flugzeug. Das machte hier die Runde und ich bin unter meinen Johannisbeerbusch geflüchtet. Ich habe das Gesicht abgedeckt, so wie ich es im Krieg gelernt hatte. Meine Mutter hatte gesagt, Gesicht immer abdecken, das leuchtet weiß, das sieht man auch von den Tieffliegern aus. Und dann habe ich
das Gesicht abgedeckt und unterm Johannesbusch gelegen. Und dann habe ich eigentlich zum ersten Mal begriffen, dass der Krieg bei mir was angerichtet hat. Das war mir gar nicht klar gewesen. So. Häufig dringt erst im Alter das Erlebte ins Bewusstsein. Die Chance und Gefahr, für sich Zeit zu haben. Annemarie Langfeld bedrückte immer die Kälte, aber sie wusste nicht warum. Heute weiß sie es. Auf der Flucht war es bitterkalt, Tote im Schnee. Es ist ein später Abschied von der so früh gewaltsam beendeten Kindheit. Ich habe Angst, wenn der Winter jetzt mit Schnee und Eis beginnt. Dann habe ich Angst. Ich freue mich, dass es noch nicht schneit oder so. Für mich ist der Schnee ein Leichentuch. Sie haben verdrängt, um zu leben. Jetzt sind sie erschöpft vom Schweigen. Ich habe auch mit meiner Mutter, die mit mir in dieser Nacht im Bunker war, bis zu ihrem Lebensende niemals über diese Nacht sprechen können. Ernst Günther Haberland aber will nicht mehr schweigen. Im Bunker erzählt er Schülern von jener Julinacht, als Hamburg im Flammenmeer unterging. Ich werde diesen Anblick auch nie vergessen können. Denn es waren Menschen, die denen das Zeug vom Arm herunterhing. Und man konnte schlecht erkennen, ob das Textilien waren oder ob das Haut war, die ihnen vom Körper hing. Und es kamen auch Kinder auf uns zu mit schwersten Verbrennungen. Und wir, die wir aus dem Bunker kamen, ich zum Beispiel, ich habe nicht weinen können. Bei mir kamen keine Tränen, ich habe nur das Entsetzen gesehen. Und auch die anderen Kinder guckten mich mit großen, weit aufgerissenen Augen an. Und was für mich ganz gravierend ist, dass ich auch gerade Ihnen, den jungen Leuten, vielleicht mit auf den Weg geben möchte, dass ihr so etwas Furchtbares nie in ihrem in eurem Leben erlebst. Die Wunden der Seele lassen sich nicht verbinden. Aber sie schmerzen weniger, wenn man sie wahrnimmt und darüber spricht. Wir müssen erkennen, was der Krieg mit uns gemacht hat, sagt Magdalene Immich. Über ihre Kriegskindheit hat sie ein Buch geschrieben, erzählt Geschichten, die sich bislang weggeduckt haben, liest, rezitiert, spricht sich das Trauma von der Seele. Mittlerweile hat sich der Horror auf ein erträgliches Maß eingependelt. Für sie führt der Weg zurück nach vorne. Nichts in meinem Leben blieb von nun an unverdächtigt und rein. Ich verlor meine Jugend, mein Lachen, und fast auch mein Leben, denn daran zu glauben, schien mir zu schwer. Der Vergangenheit einen Platz in der Gegenwart schaffen, das will Magdalene Immich. Endlich zu ihrer Kriegskindheit und den Folgen stehen. Ihr Leben wird dadurch wahrer. Ich habe nie gesagt, wie alt ich bin, weil es ja auch dann mit dem Krieg zu tun haben konnte. Und ich wollte eigentlich gar nicht mit dem Krieg konfrontiert werden. Ich wollte ein Wirtschaftswunderkind sein. Und ich wollte kein Kriegskind sein. Kriegskind sein war nichts, worauf man stolz sein konnte. Man sprach nicht darüber. Aber warum wurde so lange geschwiegen? Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, ein vermintes Gelände. Im Gegensatz zu den Gegnern konnten die Kriegskinder nicht unbefangen um ihre verleidete Kindheit trauern. Das Grauen hatte ja seinen Ausgang von der eigenen Regierung genommen, der die Eltern jahrelang zugejubelt hatten oder gegen die sie zumindest nicht protestiert hatten. Für das sogenannte Täterkind war jede Erinnerung unweigerlich mit Schuld und Scham verknüpft. Ich habe mal gesagt, mein Vater war Nazi, zum Beispiel. Ne? Also haben Sie ihm das auch irgendwann gesagt? Ja, ja, sicher. Ich habe gesagt, wenn er dann mir später sagte, ich habe von diesen ganzen Dingen überhaupt nichts gewusst. Ich habe gesagt, na ja, so gut, dass du Nazi warst, das weiß ich ja. Aber du kannst mir einfach nicht sagen, dass du davon nichts gewusst hast. Das glaube ich dir einfach nicht. Und später dann, als das Fernsehen dann kam und wir dann gegen den Willen der Eltern, also den Nürnberger Prozess, gesehen haben. Und da habe ich ihn also wirklich fast vor mir hergetrieben, habe gesagt, das kannst du mir nicht sagen, dass du davon nichts gewusst hast. Dass er dann, wenn du mich weiter so vor dir hertreibst, springe ich jetzt vom Balkon. Habe ich gesagt, dann spring doch. Monika Jetter machte sich Jahrzehnte später auf die Suche nach ihrem Kriegsvater. Warum war er zu seinen Töchtern so unnachgiebig und böse? Auch sie hat über ihre Kindheit ein Buch geschrieben. Irgendwie musste man sich damit auseinandersetzen, so Rolf Schörken, der ohne den Krieg niemals Historiker geworden wäre. Der junge Mann, der seine Jugend im Krieg verloren hatte, stellte sich Fragen. Wie konnte der Holocaust passieren und was ist das für ein Volk, das seine Kinder in den Krieg schickt?
Was ist denn dir da eigentlich passiert? Das willst du doch mal wissen. Du hättest doch ein ganz anderes Leben führen können, normalerweise. Und was ist denn das? Was ist denn da passiert? Warum ist dir das denn passiert? Bist du da selber schuld dran? Oder wer ist denn da eigentlich schuld dran? Dürfen sie trotzdem um ihre verlorene Kindheit und Jugend trauern, wo die jüdischen Kinder doch so viel mehr gelitten haben, fragen sich die Kriegskinder zaghaft. Dürfen sie Mitgefühl haben mit dem Kind, das sie damals waren? Wo ist echter Schmerz und wo Selbstmitleid? Wie können sie mit dem Generalverdacht umgehen, ohne die eigene Leidensgeschichte zu verleugnen? Dem Vokabular wie Schuld und Verantwortung fügen die Kriegskinder das Wort Mitgefühl hinzu. Der Holocaust bleibt für sie der Schock des Lebens. Das ist das entscheidende Erlebnis des ganzen Lebens gewesen. Diese Erfahrung, dass die Juden umgebracht worden sind. Das tut alles weh. Das tut so weh. Das ist auch schwer zu verkraften. Das ist nicht zu begreifen. Der Holocaust soll immer Thema bleiben. Er bleibt erschütternder und nicht begreifbarer Teil deutscher Geschichte. Die Kriegskinder, auch sie sind Opfer des Krieges. Denn Krieg ist immer auch Gewalt von Erwachsenen gegen Kinder. Und es ist wichtig, sich dessen zu erinnern, auch wenn es schmerzt. Denn seelische Verletzungen können an die Nachkommen weitergegeben werden. Wenn man nicht den Weg geht, den ich jetzt gegangen bin, indem ich mit meiner Familie, sagen wir mal, aufgeräumt habe, indem ich das alles noch mal hinterfragt habe, wo kam meine Mutter her, wo kam mein Vater her, warum hat mein Vater sich der Sache angeschlossen, wie hat sich meine Mutter da verhalten, was hatte das Schweigen in meiner Familie für einen Grund, damit will ich jetzt mal aufräumen, da gucke ich dahinter und dadurch bin ich auch gesund geworden in meinem Kopf. Ich habe diese Kopfschmerzen ja Gott sei Dank und Albträume überhaupt nicht mehr. Alle, die das machen und weitergeben an ihre Kinder, damit dieses Schweigen, was in den Großelternhäusern war, kein Thema mehr ist, die haben schon eine Chance, dass es auch für ihre Kinder mal besser wird. Wenn man das aber weiter mit sich rumschleppt und die anderen Dinge eben verheimlicht, dann finde ich, ist das ungesund. Und dann kann das irgendwann auch mal in den späteren Generationen, glaube ich, einen Folgeschaden haben. Krieg straft Kinder noch bevor sie laufen und sprechen können. Der Kanonendonner hallt noch jahrzehntelang in den Köpfen derjenigen nach, die sie schon als Kinder hörten. Ich denke, der Krieg ist immer irgendwann vorbei. Aber die Ängste, die in den Seelen Wurzeln geschlagen haben und die dort sitzen, die wachsen weiter, auch nach Kriegsende, nach Friedenserklärung, nach Wiederaufbau, nach Wirtschaftswunderland. Diese Ängste sind in uns allen weitergewachsen. Es wäre schön, wenn wir die letzten Kriegskinder blieben.